Hallo, bin ich wieder da? Ist die Welt wieder schön? Hat ja lang gedauert. Oh Mann, ey, dann brauche ich den Restream-Chat wieder. Ich hoffe, du willst nicht wieder meine Credentials. Hey, das hat geklappt. Schön. Also, wie ich mein Glück kenne, ist das jetzt wieder gleich ein neuer Stream geworden. Ach, Mann, ey. Ich hoffe, er hält dieses Mal wieder etwas. Ich hoffe wirklich, dass er wieder. Also. Also gut, nächster Versuch. Howdy. Hi. Hi, ich bin wieder da. Vielleicht bleibe ich dieses Mal auch ein bisschen länger. Ich verstehe es aber nicht. Ich habe nie, wirklich nie Probleme mit dem Internet. Nie. Und ich lade ja doch einiges an Videos hoch. Sieht man vielleicht so jeden Tag 4 Stück oder so, weißt du? Und das ist schon ordentlich Holz, was über meine Internetleitung geht. Jeden Tag. Aber abkacken tut die nur, wenn ich streame. Ich verstehe meine Leitung nicht. Warum? Naja, egal. Ich habe jetzt meine Fritzbox genommen, sie mal wieder etwas anders hingestellt, weil manchmal überlegt sie sich das so, wie sie seit 3 Wochen steht, dass sie so jetzt nicht mehr weiter stehen kann. Und dann fängt sie an und spinnt rum. An anderen Tagen dann funktioniert es manchmal sogar wieder auch ohne. So. Ja, ist tatsächlich ein neues Video. Na egal. So. Gut, ich bin sehr gespannt, wie lange mein Internet das durchhält. Also guten Morgen erneut. Ich friere mir hier mal den Hintern ab als Link. Aber das ist schon in Ordnung, das hat er sich verdient. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Ich hoffe mal, dass es jetzt echt funktioniert, weil ich habe echt keinen Bock mehr, als nochmal so Probleme zu haben. Das würde mich etwas ärgern. Aber nur ein kleines bisschen. Und dann würde ich mir sagen, naja, ich bin es ja gewohnt. Das ist der einzige Nachteil, den man hat, wenn man in einer Gartenlaube wohnt, tatsächlich. Weil dann hast du halt keine Chance dagegen. Wenn dein Internet wegbricht, weil die Leitung vielleicht ein bisschen instabil ist oder so, dann hast du halt verloren. Aber egal. Ich fliege jetzt zum Bäume fällen. Weil ich es kann. Wie geht's euch denn so? Ist ja wie wenn ich schlafe. Ich schlafe 3 Stunden und dann denkt sich mein Körper, nö, ich dreh dich jetzt um. Exakt. Exakt. Genau so ist das. Oh Mann, ey. Ach, Feli. Das ist blöd. Aber sag mal, wie geht's dir denn so? Ich weiß gar nicht. Habe ich dich das gerade schon gefragt? Ich glaube schon. Oh. Oh. Hier. Oh. Hier auf der Anhöhe gibt's einen Leunen. Oh. Ja, das ist in Ordnung. Danke, Revali. Gut und dir? Drei. Mir geht's soweit auch gut. Ich habe heute endlich mal wieder einen erfolgreichen Tag auf der Arbeit gehabt. Das passierte leider in letzter Zeit nicht so häufig, wie ich mir das erwünscht hätte. Was bist du für ein Schrein? Bist du der, den ich mir markiert habe? Es wirkt fast Leuni. so. Drei. Du hast mit deiner Holzleitung ja das passende Thema für Botwendend ausgewählt. Richtig. Richtig. Dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Ich hole mir jetzt aber trotzdem diesen Schrein einfach. Ich hoffe sehr, dass ich weit genug komme, um ihn mir zu holen. Es könnte knapp werden. Es könnte ein bisschen knapp werden. Aber naja, wird schon. Ich bin nicht annähernd da. Ich sehe den Schrein gleich nicht mehr, wenn es noch ein bisschen dunkler wird. Aber hast du tatsächlich recht, meine Holzleitung. Ich und meine Holzleitung, ich und deine Holzleitung. Holzi, Holzi, Holzleitung. Gibt Besseres. Oh, muss ich da reinspringen? Sieht mir fast nach Krog aus.
Das hat ja super funktioniert. Das hat ja super funktioniert. Okay. Gib mir mal den. Arbeit war so lala. Arbeit war so lala. Heute wieder öfters den Kopf schütteln, oh. Ja, okay, das ist in deinem Team ja absolut normal.